Hallo und willkommen, meine Freunde, zu Star Wars Battlefront. Wir befinden uns in dem Multiplayer. Das nächste Match geht in sieben Sekunden los. Ich möchte heute mit euch zwei Modi spielen. Und zwar spielen wir den Walker Assault Modi. Diesmal sind wir die Verteidiger. Das heißt, wir haben die Walker gegen uns. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Spiel gespielt und ich würde mir gerne ein Urteil darüber erlauben. Wie gesagt, diese Meinung gilt nur für mich persönlich und nicht für das Spiel komplett. Also ich gebe hier nur meine Meinung kund und nicht die aller, ja. Also als erstes finde ich, ist dieses Spiel mittlerweile so wie, ich würde mal sagen, Call of Duty. So, wir werden jetzt sterben, aber macht nichts. So, wenn die jetzt geladen ist, kann ich da nochmal drauf zielen. So, wir ziehen dem schönen Leben ab. Dem guten. Wir bleiben hier versteckt. Also wie gesagt, wir als Verteidiger hier müssen jetzt, haben jetzt hier diese großen Walker und die riesengroßen Walker gegen uns, sowie TIE Fighter, ja, und in der Beta war es jetzt die ganze Zeit so, also jetzt kommt schon die erste X-Wing-Flotte, ja, dass dieser Modus hier, beziehungsweise hier, wo wir hier angreifen, ja, wir haben, also verteidigen, wir haben überhaupt gar keine Chance. Die werden jetzt so durchrushen, das ist unglaublich. Na, jetzt aber. Die raschen hier einfach so durch, ohne dass was passiert. Ich sterbe auch die ganze Zeit von ihm da. Also irgendwie kann man sich da durchsneaken und dann von hinten angreifen. Meiner Meinung nach ist das total unausgeglichen und unbalanced. Aber nichtsdestotrotz, die meisten kommen von hier rum. Ja, ich bin schon wieder gestorben. Ja, dann scheint das ja wieder hier super zu sein. Ja, also ihr seht es schon, wie unausgeglichen. Na, er killt mich schon wieder. Das kann ja nicht sein. Er hat schon wieder 20-0. Der erste Cheater ist schon wieder da. Ist ja prima. So, wir sind jetzt gleich wieder tot. So, der hat absolut an. 22, 23, guck mal hier. Also die 24. Erste Cheater 25. 26. Also ihr seht es live, was hier los ist, ja, das, hier sind Cheater ohne Ende. Er ist noch keinmal gestorben und hat schon 30 Kills. Warten wir mal ab 27. Ich spawn mal jetzt nicht, damit wird 28, ja. Also ihr seht live hier Cheater auf dem Server. Wie gesagt, hier die Verteidiger haben absolut keine Chance. 30-0, ja, die haben absolut keine Chance hier irgendwie, verteidigen. Also die Walker sind so stark, ja, die kleinen Walker, dann kommen die Dingens, dann geht man hier hinten rum und kann Türme deaktivieren, das zeige ich euch gleich auch noch. 35, aber ihr seht, wir sind in der Beta und die ersten Cheats für Dingens sind raus, für EA, ja, schaut den Namen an und dann seht ihr das. Also der wird doch nicht sterben jetzt, ne, also das hat auch keinen Zweck jetzt dahin zu gehen, weil der wird ja alle, wird der alleine wegmachen. Also das fällt ja auf, dass da ein Cheat ist. Wir warten mal, der hat bis jetzt noch keinen Dead, so 37 und das wird weiter hochgehen, deswegen werde ich jetzt auch nicht spielen, weil es sinnlos ist das, ne? Und da tue ich mir nicht an. Wie gesagt, für mich ist das einfach nur ein komplett großes Call of Duty, 39, jetzt gleich 40-0, also was wollen wir da gegen Cheater machen, ja? Da, und wir befinden uns hier nach wie vor in der Beta. Und ihr müsst mal schauen, die anderen hier, also hier die Imperialen, ne, wir sind ja jetzt die Rebellen, die Imperialen, wenn die jetzt gleich angreifen oder zu Ende sind, die haben alle positive Stats und die Rebellen jetzt auf dieser Seite werden alles negative haben oder zumindest kaum welche. Aber das ist so übertrieben, 40-0. Wir warten mal weiter und gucken dann mal, wie hoch wir das treiben können. Also Cheater gibt es hier satt und genug. Oh, jetzt ist er das erste Mal gestorben mit Cheat. 41-1. Jetzt geht's weiter. Und er steht ja da, ne? Also der ist ja jetzt nirgendwo. Der wird jetzt gleich wieder anmachen und dann wird er wieder... Oh, da ist schon einer gebannt. Wer ist da gerade gebannt? Irgendwo ist gerade einer wieder weggeflogen. Nichtsdestotrotz, sinnlos, ne? Also wir gucken mal immer nach und nach da drauf. Also Cheater ohne Ende.
Jetzt gucken wir uns mal weiter an hier. So, und bei wem bin ich jetzt gekillt? Ich habe den aber auch gekillt. Der hat mich gekillt. So, jetzt hat er ausgemacht. Jetzt kann er auf einmal keine Kills mehr machen. So, das meine ich, genau. Also, ich spawne hier bei uns und die Gegner sitzen jetzt in dem Turm schon drin und hämmern von hinten alles weg. Also, ihr müsst euch vorstellen, hier ist unser Spawn und die sneaken hier hin, was ich gerade eben mit den Türmen gesagt habe, und setzen sich dann hier in die Türme rein, die eigentlich für die Verteidiger gedacht sind, ne? So, und ballern uns denn sozusagen in den Rücken, wenn wir hier sind und spawnen. Ja, dann schießen sie uns kaputt. Also, wie gesagt, selten haben wir hier auf diesem Mod, ich glaube, ich habe jetzt 50 oder 60 Spiele gemacht, und immer wenn wir Rebellen waren, was wir ja jetzt sind, ja, und verteidigen müssen, weil die Walker kommen jetzt auf uns zu, haben wir das Match von 60 Spielen, habe ich das 59 Mal verloren. Wie gesagt, die Imperialen haben zwei solche großen Walker, die haben zwei mittlere Walker, die finden. Man findet Fahrzeuge und Ausrüstung auf der Map. Und die haben sozusagen noch die TIE Fighter in der Luft. Wo sind sie? Da oben auch nochmal, wo Spieler sind. Wenn die gut fliegen können, die Spieler, dann haben die einfach auf dieser Map Oberhand. Und das ist total unbalanced, zumindest zu diesem Zeitpunkt. So, jetzt müssen wir die Walker natürlich richtig malträtieren. Und ihr werdet sehen jetzt, wie viel Damage die kassieren, wenn man alle Fokus da drauf macht. Aber die meisten verstehen das halt nicht, dass man da jetzt voll Damage drauf machen muss halt, ne? So, ich habe jetzt Ionen geladen, damit ich jetzt hier wirklich richtig Damage machen kann auf den Walker, solange wie es geht halt, ne? So, ich muss jetzt runtergehen, damit ich geschützt bin. So, und wenn man die runterbekommt, ja, also wir haben es bis jetzt noch nie erlebt, höchstens, das wäre vielleicht das zweite Mal jetzt, wenn wir das diesen Modus gewinnen würden. So, jetzt ist das schon wieder vorbei, ne? So, jetzt müssen die anderen wieder. So, und da ist wieder unser Cheater am Werk. 61-2, seht ihr das? Also, kill it bei Cheater wieder. Und, ja, hier überall, ihr seht, wie die Leute hier gebannt werden. Aber das nutzt uns alles nichts. Ja, wenn die Cheater hier nach wie vor, also scheinbar gibt es schon irgendwo einen Hack, den man sich so mal eben runterladen kann. Und unsere ganzen Kills sind jetzt darauf abgezählt, dass wir vom Cheater getötet wurden. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich ja versuchen, weiter den Modus zu zeigen. Das da hinten ist zum Beispiel wieder ein kleineres Fahrzeug. Ja, ich bin wieder vom Cheater getötet worden. Ja, also ist jetzt bei 66,2 mittlerweile. Jetzt hat er wieder an, dann macht er mal aus. Und ihr seht, die anderen, die haben 67. Ja, also, ja, was soll man dazu sagen zu der Bitte? Man kann dazu nichts sagen, außer Cheater, Cheater, Cheater. Aber ich denke mal, EA ist dieses Problem bewusst, gar keine Frage. Die können da natürlich nichts für letztendlich. Aber man darf nicht vergessen, hier oben sind zum Beispiel jetzt andere Munitionen, ja, das ist jetzt der Walker, die haben auch so Granaten und was weiß ich was alles. Wir werden diesen Modus hier nicht gewinnen. Wir können uns anstrengen, wie wir möchten. Wir schaffen es einfach nicht. So, und schon wieder bin ich tot, aber jetzt nicht mehr vom Cheater. Ich habe gedacht vom Cheater, aber guck mal beim Cheater. 71-2 ist der mittlerweile, ja. Selbst schon dämlich mit dem Cheat zu sterben, das heißt schon was, ne. Aber wir werden jetzt hier einfach nur abgefarmt. So, jetzt sind wir wieder vom Cheater gestorben. Ja. 77-2 ist er mittlerweile. Also ich bleibe jetzt auch stehen. Ihr seht 13-3 und guckt mal jetzt hier die ganzen Fails hier. Also wir haben alles negative Stats, habe ich doch gesagt. Fast jeder wird hier negativ. Es gibt Leute, die werden hier auch positive haben, keine Frage. Aber überwiegend haben alle negativ und die haben alle positiv. Und guckt euch mal an, mal abgesehen jetzt von den Cheater, ja, 15-5, 14-6, 12-5, ja. Und dieser Modus ist derzeit einfach unspielbar. Man muss es so sagen, wie es ist. Wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass sie das ändern und dass das eine Beta ist, gar keine Frage. Das werden die auch ändern. Aber für mich ist es einfach nur eine Art Battlefield oder eher gesagt Call of Duty auf schnell getrimmt. Und meiner persönlichen Meinung nach wird sich dieses Spiel nicht durchsetzen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt Ausrüstungsgegenstände. Ich laufe jetzt hier drüber und jetzt habe ich hier unten
In dem Feld habe ich jetzt zum Beispiel eine Granate oder was soll das sein? Keine, eine Kapsel. Eine Granate, glaube ich, wäre es eher. Die könnte ich jetzt schmeißen. Ah, nee, ein Schutzschild ist das, genau. Hier, stell jetzt hier ein Schutzschild auf. Jetzt bin ich geschützt und werde jetzt auch hier drinnen geheilt. Das ist eigentlich eine nette Sache. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es Gegenstände wie wie soll ich sagen? So Türme, die man hinstellen kann, automatische Schießtürme oder Schusstürme. Und diese Schusstürme, die können letztendlich dann die, hier habe ich jetzt eine Ionenkarte wieder gefunden. Ja, damit seht ihr, bei Numpad 4 habe ich die bei mir stehen, Ionenkarten. Damit kann ich gesondert schießen auf den Walkern und mache dann mehr Schaden mit, ne? Aber letztendlich, wie gesagt, wollen wir ja jetzt hier was sehen. Also wir müssen jetzt hier verteidigen den Uplink, oder wir haben den schon verloren. Wir haben die Runde jetzt sowieso verloren. Er hat 83,5. Ja, also wie gesagt, ihr seht es ja selbst. Und der wird ja auch rot, denn wenn er schießt, ne? Das haben die anderen halt auch nicht. So, jetzt müssen wir ganz schnell auf die Walker schießen. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Aber letztendlich ist es nun mal so, dass wir... Na, jetzt bin ich gestorben. Das war normal, ne? Wir werden die Walker nicht down bekommen. Wir können machen, was wir möchten. Ja, spreng mich noch mal mit in die Luft. Sehr schön, mein Freund, ey. Ja, also ihr seht, was hier los ist. Die meisten haben keine Ahnung, wir auch nicht. Aber ich kann euch noch dazu sagen, wir haben zum Beispiel hier Sniper, ja. Also Sniper, die werden mit Karten aufgeladen. Da sind die Walker, wir können mal gucken, ob wir einen finden da. Ah, der läuft zu stark, ja. Wir können jetzt hier nur noch verteidigen. Wir haben jetzt nur einen Uplink, aber wir werden das Spiel haushoch verlieren. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So, und wenn die, wenn das Imperium jetzt noch gute Flieger oben in der Luft hat, ist die Map instant verloren. Also man braucht da gar nicht großartig was machen, ja. Nichtsdestotrotz haben wir Ausrüstungsgegenstände. Die werde ich gleich erklären, wenn die Map zu Ende ist. So, ich muss mal gucken, wo ich jetzt hier den kleinen Walker da hinten kriege. Der ist kaputt. Also die stehen auch mal, oder die liegen bei Zeit zu Zeit hier mal rum. Wir müssen jetzt den Uplink hier hochbekommen. Wir müssen, glaube ich, beim Uplink stehen bleiben. Mindestens eine Minute, um diesen Uplink nach oben zu treiben. Deswegen werden wir das jetzt auch mal machen. So, jetzt ist der oben und jetzt kommt ein X-Wing-Fighter. Deswegen, wir bleiben jetzt auch mal hier stehen, damit das vielleicht schneller geht. Ich habe da keine Ahnung. Also den Modus habe ich jetzt noch nicht wirklich verstanden, wie das funktioniert. Auf jeden Fall muss man die Uplinks verteidigen. Hier ist zum Beispiel ein Fighter. Da könnten wir jetzt auch mal reingehen. So, jetzt aktiviere ich den Fighter, wenn ich jetzt nicht gestorben wäre. Ne, jetzt bin ich im Fighter drin. Schön, dass wir das auch mal sehen. Jetzt fliege ich im Fighter. Die Steuerung ist mehr als... Naja, was soll ich dazu sagen? Wir gehen auf die Walker. Unsere Aufgabe ist eigentlich nur auf die Walker zu gehen und mehr nicht. Aber wir brauchen gar nicht auf die Walker gehen, weil wir müssen die verteidigen. Ich muss jetzt wieder eine große Kurve machen. Also ihr seht hier, wie schwammig die Steuerung ist. Und ja, mehr schlecht als recht, finde ich persönlich. So, ich wurde getroffen von irgendwas. Wenn natürlich jetzt einer ist, es werden Leute geben, die wirklich gut fliegen können. Aber ich kann es zum Beispiel nicht. Also irgendeiner hat mich jetzt gerade aufgeschalten, ne? Da jetzt kommt ein TIE Fighter hinter mir, der natürlich super gut fliegen kann. Aber wie gesagt, wie die Jungs das machen, keine Ahnung. Vielleicht nutzen die da auch Cheats oder was. Ich weiß es nicht. Weiß man nicht. Er ist bei 92,5 mittlerweile. Ja, also, was soll man dazu sagen? Ich meine, da kann EA nichts für, ganz klar, ne? Aber das ist schon, ja, in einer Beta, die gerade mal raus ist, ja, dass es da schon wieder Cheater gibt, das ist echt unglaublich. Und ihr seht, wie gnadenlos wir untergehen.
Wir haben überhaupt gar keine Chance. Ne? Ich hätte euch noch so viel mehr zeigen können, aber ihr spielt vielleicht 50, 60 Runden und dann habt ihr die Nase voll. Ihr habt einfach die Nase voll. So, ich wollte mal gerade schauen, jetzt irgendwo geschossen. Andere können rein theoretisch hier in den Turm gehen. Wo ist denn der? Hier hinter und schießen uns dann alle platt. Wir gehen jetzt mal einfach hier rüber und gucken uns das mal an. Ein Walk haben wir jetzt down. Es wäre jetzt wirklich eine... Wenn wir die Runde jetzt noch gewinnen würden, ja. Also wenn der fällt, dann wäre das das erste Mal, dass wir jetzt gewinnen würden. Aber dann auch nur... Okay, wir haben gewonnen, aber auch nur, weil die Leute von uns auf der Seite wussten, was es war. Ich gebe euch Brief und Siegel, wir haben sonst immer und immer verloren. Und unsere Cheetah hat 92,6 Kills. Das ist kein normales Spiel mehr. Ihr habt es gesehen, aus welcher Lage der geschossen hat. Der hat immer getroffen. Und wie gesagt, wie ich gesagt hatte, alle bei uns haben letztendlich dennoch Minus. So, und jetzt spielen wir direkt im Anschluss mal die andere Seite. Jetzt sehen wir hier die Punkteverteilung und dann gehe ich letztendlich nachher nochmal auf die Sache ein. Und ihr werdet sehen, wir werden gewinnen. Ich gebe euch jetzt Brief und Siegel, wir werden gewinnen, ohne dass wir jetzt großartig was tun. Ja, also, aber wir kriegen auch nicht viel Dings, weil wir haben einfach nicht viel gemacht. Wir haben ja geguckt, was so los ist und so. Ne? Also wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Das ist der Ersteindruck der Rebellen. In 8 Sekunden geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.